Herzlich willkommen zu meiner Folge Karte auf dem Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Wir fahren jetzt weiter mit den Düngen von Feld Nummer 12, wo wir Gras drauf haben aktuell. Bleibt heute auch so, weil im Sommer können wir eh nicht aussehen. Ist die Zeit vorbei. Also jetzt werden wir erstmal düngen mit Gärreste. Hab da einen Kurs eingefahren und einen Kurs programmiert zum Düngen. Also jetzt immer noch ein Kurs anschließend, und zwar Überführung Gärreste. Das anschließen. So. Das werden wir gleich testen und probieren, ob alles klappt. Das heißt, der ist ja fast leer. Das heißt, auf gut Deutsch, der wird ja bald losfahren und sich was holen. Und das möchte ich gut bewachen, ob auch klappt. Das wäre ja mal schade, wenn wir unsere Gärreste einfach so links liegen lassen. Weil da können wir noch gut brauchen, das kostet ja kein Geld. Und braucht mal, wird doch vielleicht irgendwann mal so sein, dass man es abfahren muss. Dann haben wir das gleich zwei Fliegen in der Klappe geschlagen. Wir haben gedüngt, kostengünstig, und wir haben ja die Gärreste verbraucht. Billiger düngen geht aber gar nicht, ne? Links. Entlassen. Wir haben jetzt keinen Verband. Deaktiviert. Das heißt, hier nochmal neu machen. Deswegen, wir müssen hier ein Fahrzeug nehmen. Den speichern wir auch nicht ab, weil bestimmt andere Fahrzeuge fahren wir. Ja, genau. So, ersten Wegpunkt. Das ist ja rein optisch eine ganz andere Geschichte, ne? So, schon wieder leer, ne? Mal sehen, wie er fährt. Das ist ja, wenn man kurz anhängen, Junge. Mein Mann wäre WP. Vergesslich, wenn man so. So. Will er starten? Kann er ja nicht, ist er leer. Müsste jetzt gleich entsprechend zurückfahren und voll machen, ne? Genau. Festplatte, er ist leer. Jetzt müsste er eigentlich zum BGH fahren und auffüllen. Hoffen wir, dass der Führungskurs fahrbar ist für ihn, dass er nicht irgendwo anheckt. Wir hätten vielleicht ein bisschen an, naja, gut, ja.
Das klappt schon mal. Mal kurz schauen, über Dünger klappt auch. Warum ist da kein Dünger drauf? Ah, da ist noch Gras. Man macht nichts. Die Kurve dürfte kein Problem sein. Ja, Zeit soll man auch eintippen, ne? Jetzt haben wir 49. Wenn das klappt, können wir gleich anfangen mit Geräte, Wartung und Zurücksteuern, Ernte vorbereiten. Ja, der Vega ist leer, leider sind die Lager schon nicht gegärt. Das ist morgen der Fall. Also bei 3 Tagen ist es 24 Stunden. Bei 9 Tagen sind es 48, wie ich gesehen habe. Er hat aber nicht voll gemacht. Ah, nee. Also gut, das kann an Kursbild liegen, das habe ich schon mal auf der Touring-Karte gehabt, da ging es auch nicht. Und dann ist es ungünstig. Dann ist es ungünstig, wenn es nicht funktioniert. Weil... Das ist schlecht. Ach, Gülle. Ah, da. Fehlerursache gefunden. Noch nicht löschen. Das muss ich auch einstellen, ne? Ja, das ist doof. Jetzt will er wieder den ersten Punkt anfangen, ne? Ersten. Nehmen wir den Kurs, musst du nehmen. Jetzt hat er es kapiert. Gut. Im Grunde wird es nicht schlecht, wenn er das Kursplay alleine erkennt. Na gut, leer ist er leer, ne? Kann er nicht erkennen. So. Dann, wie sieht er aus? Das machen wir voll und dann ist gut. Wir müssen auch entsprechend die Ernte vorbereiten. Das heißt, wir sollten die Kühe Futter geben und beziehungsweise Wasser, dass wir morgen nicht drum kümmern müssen. Futter brauchen sie keins, Wasser müssen sie haben. Futter haben sie mehr genug. So, Wasser von dem LKW, ne? Na, wo ist mein LKW? Da. Wasser auffüllen. Bisschen nebenbei gucken, ob man Gärreste macht.
liegt auch ein Gewicht rum. Das, oh, das Gras ist nachgewachsen. Dann haben wir genug Kühe. Genug zu saufen. Wasser ist Stroh, na Stroh wird halt noch rein. Gülle, Milch haben wir 18.000. Das sind die Kühe von letztes Jahr. Vor dem Cosplay. Den Schaf wollte ich verkaufen normalerweise. Da kriege ich so ein Rohr installiert, da wäre gut gehen, aber ja, glaube ich eher nicht. Wasser! Gut. Also die Kühe kriegen wir jetzt zusammen. Wasser. Gucken mal, gucken, was der andere macht. Das klappt. Gut. Dann werden wir gleich den zurückfahren mit Ballenpresse. Wir werden den anderen wegfahren. Klüger, wir müssen Platz schaffen, ne? Tja, machen wir Strohballen oder machen wir keine Strohballen? Strohballen muss ja eine Strohlage haben, dann sind die ja... Ups! Der wäre im Grund. Ich war das faul. Liegt's am Gewicht? Nee, und, keine Ahnung, was das sein soll. X, Räder. Ja, das ist schon ein bisschen komisch, ne? Mit dem ganzen Wachstum. Aber gut, wir werden mal sehen. Wenn die vielfach kommt, wenn wir dann von Null beginnen, mehr oder weniger. Oh. Dann werden wir sehen, ob es anders ist, ne? Weil dann starten wir im Frühjahr genauso wie jetzt. Nur halt Original Null. Alles Null. Originalzustand, kann man sagen. Und dann könnte es ein bisschen anders sein. Aber das wissen wir noch nicht genau. Mal sehen, wie weit es ist. Es ist ja, ja ist schon Herbst. Also mythologisch ist schon Herbst, ne? Aber wie gesagt, da wird ja noch ein bisschen
Das dauert noch ein bisschen. Das Gewicht ist dabei. Ja, einschalten nicht. R. Ja, das ist ein heftiger Preis für lackiert, also 500 Euro. Das ist schon heftig. Sehr heftig. Dann nehme ich den Pinsel und die Farbtopf, da knall ich rot rüber, dann ist das erledigt. Also, ja, Lackschäden sind schon zu sehen, ne? Das ist schon deutlich. Ich meine, das bleibt nicht aus, ne? Ich halte mit Gärs zu klappen, dann wieder voll. Das ist super. Erledigt. Nochmal die Ballenpresse. Verstauen wieder. Das passt genau. Gut, der Holz passt noch nicht dazu. Aber sobald wir was haben. Schauen wir mal, ne? Auch ein Platzmeister, der in Ordnung schafft hier. Hier haben wir einen Traktor mal dran lassen. Auch wenn man das immer Quatsch ist. Oh, naja, gut. Oha, der Bauer. Muss er oft fahren, du, um dahin zu kommen, du. Sehr oft sogar. Eine Ladung von da nach da. Dann kommt er bis da und bis da. Dann muss er dreimal fahren, eine Runde zu fahren. Oh, Wahnsinn. Und das gleiche immer nochmal. So. Das heißt, den Kurs können wir gleich speichern. Den brauchen wir noch öfters. Nicht gar nicht. So. Feld 12. Düngen. Gärreste. Weiß nicht. Wie das. Ja, genau da, wo aufhört. Da geht ja viel rauf. Ne, so. Aber alleine ist das mit viel Arbeit. Ne? Man hat ja letztes Mal 13 gesehen.
Gut. Und langsam aber sicher kriegen wir alle wieder zurück zum Hof. Dann haben wir im Grunde drei LKW-Laden runtergekriegt. Ich habe auch nicht geschaut, ob vorher alles optimal gedüngt war. Und daher kann es sein, dass wir nächstes Mal wieder mehr kriegen. Kann. Auf zum Hof. Ist der auch noch hochgeklappt? Nö, jetzt jedenfalls. Ob der auch so spinnt, wenn wir geradeaus fahren? Wir fahren nicht geradeaus, wir fahren links. Und dann gleich wieder rechts. Ups. Heftig die Empfindlichkeit hier. Oder auch nicht. Mal wieder einstellen. Ist ja nichts Neues. Jetzt haben wir 11 Uhr. Mit der Ernte, dass dann dieses Season noch klappt hier heutigen Tag. Vorbereiten werde ich machen, das heißt das auf jeden Fall. Wollen wir einen Käse bereitstellen. Oh. Das war ja irgendwann mit der Lenkung holen wir nicht hin. So, zumindest das zweite Gerät nachbarieren. Die Ballpresse, der Traktor ist dann hier oben nicht. Tja, erstmal waschen. Dann kommen wir sowieso nicht an das Symbol. So, der wäre auch sauber und repariert. Gewicht haben wir ignorieren, Traktor auch. Der war schon mal heile. Jetzt geht das entsprechend rein in die Halle. Bis wir wieder mähen können, das dauert noch ein bisschen. Werden wir behalten, die Wiese erstmal. 12. Ist zwar etwas ungünstig. Eigentlich zu schade von der Größe her. Aber wir können jetzt eh nichts aussehen. Zu spät für dieses Jahr, zu früh für nächstes Jahr. Also bleibt Gras drinne. So, das passt schon. Jetzt Kühe, Stroh geben und nochmal Wasser. Ja, die Silage wollen wir auch zur BGH fahren. Zumindest die 48, die noch stehen. Da können wir uns aussuchen, welche BGH wir nehmen.
Nehmen die dicht bei ist, ne? Sips, war drei lang liegen, ja, gut, war eh. Unser, das klappt nur, wie das aussieht. Ja, okay, das hat klappt. Ein bisschen Platz machen, ne? Ja, warum sollen wir Gärreste so Dünger machen, wenn wir gleich verarbeiten können als Dünger? Ich glaube, Fabriken mache ich gar nicht. Nicht unbedingt. Zumal ja eh die FIFA kommt, dann wieder alles umbauen müssen. Jawohl. So, schauen wir mal. Jetzt muss ich dran. Ja, das ist ja nicht schlecht. H. L. Achso. Das geht die Höhe. Geht wieder runter. M. Ach, laden wir ab. Ob wir da auch durchkommen? Ja, ich glaube ja nicht. Klar, durch Lücke hier. So, wir haben noch drei Ballen. Juckt, kratzen. Das war Laternenfall. Naja, nicht mit Acker fahren. So, Vollgas, Junge, Vollgas. Also die brauchen wir nicht abladen, denn Gras, weiß nicht genau, steht morgen die Ernte an, ne? Gras werden wir heute nicht mehr annehmen, auch kein Feld mehr kaufen. Mein Düngen, das dauert noch eine Weile. Ja, mal sehen. Ernte vorbereiten müssen wir. Dann brauchen wir einen LKW. Dann können wir nicht aus dem Hof fahren. So, meine lieben Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Auch wenn die Folge länger war als sonst. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao, bis dann. Ciao.